So, guten Morgen. Wir sind bei der Halbzeit angelangt, Teil 6 von 11 quasi, Hypermedia 2. Heute geht es um Authentifizierung im Web. Bevor ich anfange, noch eine kleine Entschuldigung. Letzte Woche dürfte da eine kommunikative Schwachstelle zwischen Martin Harrer und mir gegeben haben, was die Erklärung des objektorientierten Normformulars betrifft. Er hat gedacht, ich erkläre es, ich habe gedacht, er erkläre es. Tut mir leid, dass das ein bisschen untergegangen ist. Ja, wir haben es uns notiert. Wie gesagt, für heuer ist natürlich schon passiert, auch uns unterlaufen Fehler, aber fürs nächste Jahr haben wir jetzt klar und deutlich festgeschrieben, wer das machen wird, damit das nicht mehr passiert. Sorry, das war nicht so geplant, wir wollten Sie da nicht unter Anführungszeichen dumm sterben lassen, aber ich glaube, wir haben aneinander vorbeigeredet. Das kommt leider auch in so einem Betrieb hin und wieder vor. Wir werden versuchen, dass das restliche Semester das nicht mehr passiert, wobei es nicht mehr ganz so tragisch ist, weil die letzten Übungen von Martin Harrer sind heute. Ab nächster Woche haben sie es dann eben mit mir zu tun. Und ich hoffe, dass ich mich mit mir selber so halbwegs synchronisiere. Ja? Okay, gehen wir zum kommenden Teil. Letzte Woche war mehr so ein sprachliches Grundlagenthema. Ich habe Ihnen Objektorientierung und Templates gezeigt. Heute gehen wir wieder zu einem Bereich, der etwas, wie soll ich denn sagen, anwendungsorientierter ist. Und zwar schauen wir uns an, wie wir uns im Web, ganz allgemein habe ich es genannt, authentifizieren können. Was ich schon, ich habe ein bisschen was aus dem Web so hin und her copy-pastet. Ja. Unter Authentifizierung, da gibt es ja, wenn man sich die Definition anschaut, dann geht es darum, dass man sozusagen, also ich zitiere mal, unter Authentifizierung wird ganz allgemein der Nachweis einer behaupteten Eigenschaft einer Partei verstanden. Ja, so nennt man das irgendwie. Im Falle von einem Computersystem geht es halt irgendwie darum, seine Identität nachzuweisen. Also Sie verwenden irgendeinen Webservice zum Beispiel, einen vielleicht dieser zahlreichen, die da irgendwo aufscheinen. Ja, und Sie wollen sich dort einloggen, ja, Sie wollen auf Ihre dort hinterlegten Daten zugreifen, dann müssen Sie zuvor Ihre Identität nachweisen. Und das, was man da oben sieht, ist eh gleich irgendwie die gängigste Art und Weise, das zu tun. Das heißt, mit einem Benutzernamen und einem Passwort, wie auch immer der Benutzername ausschaut, das kann eine E-Mail-Adresse sein, das kann ein frei wählbarer Name sein. Ja. Das ist so irgendwie der Standardmechanismus. Aber wenn man die Authentifikation irgendwie allgemeiner sieht, dann ist da natürlich viel, viel mehr noch möglich. Also vielleicht haben Sie irgendwie so ein Device von Apple oder anderen Herstellern, wo Sie so einen Fingerprint-Reader oben haben, ja, dann ist das auch eine Möglichkeit, die eigene Identität nachzuweisen. Jetzt mittlerweile schon etwas in wie soll ich sagen, jetzt Hintertreffen geraten sind so TAN-Listen und so weiter, wobei der mobile TAN dann irgendwie auch jetzt wieder gerade recht in ist. Ja. Das heißt, irgendwie muss ich nachweisen, dass ich die Person bin, die da auf einen bestimmten Bereich Zugriff haben soll. Und das ist eben dann das, was man sozusagen unter Authentifizierung versteht. Ja. Wir werden uns heute für den Webbereich die klassische Methode anschauen, das heißt, dass wir mit Benutzername und Passwort etwas nachweisen. Und das schauen wir uns heute in zwei Versionen an. Ich zeige Ihnen zunächst eine Möglichkeit, Dinge, ich sage es jetzt einmal so, Passwort zu schützen, die immer eigentlich so gut wie auf jedem Webserver verfügbar ist, ja, wo Sie gar nicht einmal unbedingt PHP benötigen. Das ist die HTTP Basic Authentifizierung. Die möchte ich Ihnen einfach deswegen zeigen, damit Sie einmal sehen, man muss nicht immer sofort die Skriptsprache heranziehen, um sich irgendeinen Login-Mechanismus zu bauen. Es gibt auch simple Möglichkeiten, die sozusagen von Haus aus schon über einen Webserver implementiert sind. Ja, vor allem ist es eine ganz gute Möglichkeit, falls Sie nur geschwind irgendwo mal einen Bereich auf einem Webserver Passwort schützen wollen, dann haben Sie sowas in 2 Minuten oder sowas erledigt. Ja. Und dann gehen wir ein PHP-basiertes Login-System durch. Also das wird dann wesentlich kompletter sein. Da schauen wir uns ein bisschen an, auch zum Thema Passwort verschlüsseln und speichern und so weiter. Und eben, wie können wir es machen, dass wir eine bestimmte PHP-Seite Login schützen, dass man sie also nur dann anschauen darf, wenn man die korrekten
Benutzername, Passwortkombination vorweisen kann, so wie das halt bei all diesen Dingen irgendwie funktioniert. Ja. Okay, wie schon erwähnt, zunächst möchte ich Ihnen aber eine einfache Art und Weise der Authentifizierung zeigen. Ja, da sind wir wieder bei den Status-Cats irgendwie. Diese Statusmeldungen, die da der Webserver zurückgibt, so wie 401 unauthorized, ist da, oha, jetzt wird die Batterie schon ganz leer von meinem Presenter, unauthorized ist da eh schon ganz so eine zentrale Sache. Die HTTP-Authentifizierung, da geht es im Prinzip darum, dass man sich ganz simpel mit einem hinterlegten Benutzername und Passwort anmeldet, um mehr oder weniger auf einen geschützten Ordner oder Bereich, muss man fast sagen, am Webserver Zugriff zu erhalten. Ja. Dieser Mechanismus ist wirklich ganz primitiv. Sie werden den vermutlich alle schon in irgendeiner Form mal gesehen haben. Da kriegt man so, ich sage es eh nachher gleich her, da kriegt man so einen Standard-Browser-Dialog. Das ist auch überhaupt nicht wirklich groß konfigurierbar. Ja. Aber der Vorteil ist halt, es ist so gut wie in jedem Webserver eigentlich integriert. Das heißt, ich brauche fast gar nichts dazu, dass ich das zum Laufen bekomme. Also wie gesagt, wenn ich nur schnell irgendwo, angenommen, Sie wollen ein paar Fotos hochladen und Sie tun es jetzt nicht gerade über irgendeinen Cloud-Service, ja, Sie stellen die in einen Webserver-Directory rein und Sie wollen einfach, dass das nicht jeder Zugriff hat, dann können Sie diese HTTP-Authentifizierung verwenden. Oder Sie bauen jetzt gerade an Ihrem neuen Webprojekt, ja, das haben Sie schon auf einem Webserver online, damit es auch der potenzielle Kunde sehen kann, aber Sie wollen halt noch nicht, dass es öffentlich ist. Ja. Dann stellen Sie, dann sichern Sie sich vielleicht diese URL mit so einer HTTP-Authentifizierung ab. Ihrem Kunden geben Sie Username und Passwort. Das heißt, der wird halt zuvor aufgefordert, dass er das eintippt und dann sieht er die Webseite und alle anderen, ja, müssen leider draußen bleiben sozusagen. Ja, das heißt, das ist so eine ganz simple Methode, eine URL, ein Verzeichnis auf einem Webserver, wie auch immer Sie das sagen wollen, abzusichern. Da gibt es einen Standard-Login-Dialog und das war's. Mehr ist da eigentlich nicht wirklich drinnen. Der große Nachteil, unter Anführungszeichen, ist halt, Sie können das wirklich nur als Webserver-Administrator selbst konfigurieren. Das heißt, Sie müssen schon ein bisschen einen Zugriff haben auf Ihren Webserver, damit Sie diese Dinge einrichten können. Beziehungsweise, um es anders zu formulieren, der Webserver muss so konfiguriert sein, dass Sie diese Änderungen, auch wenn Sie nicht Administrator sind, vornehmen dürfen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns einmal an, wie das funktioniert. Und was Sie da sehen, sind zunächst einmal so HTTP-Requests, wie sie quasi geschickt werden. Und ich gehe einfach mit Ihnen das sozusagen so hintereinander durch, was da passiert. Und nachher zeige ich es Ihnen im Browser her, dass Sie das quasi nachvollziehen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen auf das Verzeichnis, auf irgendein Webserver, das kann der Localhost sein, das kann irgendein www irgendwas sein, ganz egal, wo das ist. Sie wollen auf jeden Fall auf das Unterverzeichnis mysite/index.php. Das heißt, Sie wollen das Unterverzeichnis mysite von diesem Webserver zugreifen und da auf die Datei index.php. Ja. So, dann wenn Sie das in Ihre Browser-URL-Zeile eintippen, dann schaut der Request, der an diesen Server geschickt wird, eben ungefähr so aus, wie es da links oben steht. Get mysite index.php, dann steht das Protokoll dabei, HTTP 1.1 und da ist es zum Beispiel Localhost. Ja. Aber es müsste nicht sein, es kann irgendein Webserver auch sein, das ist ganz egal. Ja. So, das heißt einfach nur, ich will da die index.php im Ordner mysite sehen. Ja. Gut. Okay, wenn dieser Ordner, und wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an, wenn dieser Ordner jetzt über diese HTTP-Basic-Authentifizierung abgesichert ist, dann kommt die Status-Cat sozusagen retour, ja, dann kommt als Antwort HTTP 1.1, 401 Authorization Required. Sprich, ich darf da nicht gleich hin, sondern ich muss das mehr oder weniger, ich muss mich vorher authentifizieren. Ja. Das ist das, was der Server retour schickt und er schickt dann noch ein paar andere Daten wie, was er denn für ein Servermodell ist, was heute für ein Datum ist. Plus, es kommt die Angabe eines sogenannten Realms daher. Basic Realm, da kann man sozusagen dem geschützten Bereich einen Namen geben. Das schauen wir uns nachher an. Und in dem Fall habe ich es die HM2 Secret Area genannt. Ja. Dann steht, dass es Text HTML ist, wie viel Byte kommen daher und dann käme die HTML-Seite, die eben irgend sowas anzeigt wie, ja, du musst dich anmelden oder irgend sowas. Ja, also so eine Standardmeldung. Okay, gleichzeitig mit dem daher mehr oder weniger kommt so ein kleines Fenster,
das mir oder das mich bittet, ich soll doch Benutzername und Passwort für diesen HM2 Secret Area Realm da angeben. Ja, also der Browser kriegt das retour und wenn er das retour kriegt mit Authorization Required, dann weiß er so, jetzt muss er diese Login-Maske anzeigen, das tut er mir auch und ich kann da jetzt Benutzername, Passwort eingeben. Ja. Das tue ich irgendwie, ich gebe meine Benutzername und Passwort an und sobald ich das gemacht habe und dann Enter drücke oder okay oder wie auch immer, dann wird wieder ein Request an den Server geschickt, wieder auf dieses MySite-Index.php auf Localhost und es wird also ein Authorization-Header mitgeschickt und da steht dann Authorization Basic und dann steht da so ein Buchstaben- und Zahlengequirks. Ja. Das ist einfach der Benutzername und das Passwort in einer sogenannten Base64-Kodierung. Sie sehen, das habe ich da ganz oben auf der Slide hingeschrieben. In dem Fall wäre das die Kombination aus Benutzername Hagenberg und dem Passwort HM2. Die würde in Base64 diesen String ergeben. Base64 ist keinerlei Verschlüsselungsverfahren. Das ist im Prinzip nur ein Kodierungsverfahren, um mehr oder weniger aus einem bestimmten String eine Zeichenkette zu generieren. Ich sage jetzt einmal, oder der Sinn dahinter ist es, eine Zeichenkette zu generieren, die keine problematischen Zeichen enthält. Ja, das heißt, selbst wenn ich irgendwelche schrägen Umlaute oder Sonderzeichen oder sonst irgendwas in meinem Benutzernamen oder Passwort habe, dieser Base64-String, der wandelt einfach die Zeichen nach bestimmten Kriterien um. Ja, und da kommt da immer das Gleiche raus. Also für Hagenberg Doppelpunkt HM2, in dem Schema, muss man sagen, geben, kommt immer dieser Base64-String raus. Ja. Da sind einfach nur Buchstaben, Zahlen, ASCII-Zeichen drin, also nichts Problematisches, nichts, was irgendwie beim Übertragen der Daten Probleme machen könnte. Ja. Diese Base64-Geschichte ist auch nicht irgendwie, wie gesagt, verschlüsselt. Das heißt, ich kann in jedem, geben Sie mal im Web Base64-Encoder oder Decoder ein, dann finden Sie 100.000 Webformulare, wo er einen String eingibt und der spuckt Base64 aus, beziehungsweise kann man das auch wieder rückrechnen. Das heißt, wenn ich dieses Ding habe, kann ich da auch wieder Hagenberg HM2 rückrechnen. Das heißt, das ist, wie gesagt, einfach nur eine sichere Übertragungsweise sozusagen. Ja. Und damit kriegt beim nächsten Request der Webserver diese Credentials zum Anmelden mit. Ja, und wir gehen jetzt davon aus, Hagenberg HM2, das war die gesuchte Kombination. Also es gibt einen User Hagenberg, der Zugriff hat und das Passwort dafür war HM2. Dann würde der Server wieder einen Statuscode und zwar 200 okay zurückschicken plus die Webseite, die ich halt irgendwie sehen möchte sozusagen. Ja. Okay, das ist im Prinzip die Geschichte. Hätte ich da ein falsches Passwort eingegeben oder falschen Benutzernamen oder gar keinen, ja, dann kriege ich mehr oder weniger den Statuscode Access, wie heißt der, Access Denied, glaube ich, oder nein, Authorization Required, glaube ich, kommt nur mal daher, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, das können wir uns nachher anschauen. Ja. Das heißt, da kommt dann ein anderer Statuscode und ich sehe die Seite sozusagen nicht. Okay, das ist sozusagen das, was im Hintergrund abläuft. Jetzt wird da plötzlich ein Benutzername und ein Passwort abgefragt. Die Frage ist jetzt, woher weiß denn der Webserver überhaupt, was für User erlaubt sind und was nicht? Und wie stellen wir das überhaupt ein? Damit so ein Ablauf funktioniert, und ich zeige Ihnen, wie gesagt, einen kleinen Browser her, muss der Webserver diese HTTP-Authentifizierung unterstützen. Der Apache-Webserver zum Beispiel hat dafür sein eigenes Modul, das nennt sich ModOutBasic. Das ist eigentlich in jeder Konfiguration so ziemlich standardmäßig aktiviert. Also zum Beispiel, wenn Sie Ihren XAMPP auf dem Rechner ausführen, da läuft das im Hintergrund schon mit. Das heißt, diese Basic-Authentifizierung, die ist mehr oder weniger voll funktionsfähig. Was wichtig ist, dass wir mit dem Ding arbeiten können, das habe ich vorher schon ein bisschen angedeutet, der Webserver muss es uns mehr oder weniger in seiner Konfiguration erlauben, dass wir bestimmte Dinge etwas ändern. Wenn Sie sich zum Beispiel, ich das jetzt für Windows, aber wie gesagt, in der macOS-Config ist es ziemlich, also es ist genau gleich, nur halt bitte da keinen Windows, sondern einen Mac-Pfad vorstellen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren XAMPP unter CXAMPP und unter CXAMPP Apache /conf /HTTP-conf liegt die Webserver-Konfigurationsdatei. Und da gibt es in dieser Datei die sogenannte Directory-Direktive. Ja. Da wird einfach sozusagen für das htdocs-Verzeichnis, für CXAMPP htdocs, wo Ihre Webprojekte drinnen liegen, werden ein paar Sachen festgelegt. Ja. Da steht zum Beispiel sowas drinnen. Das ist aus der aktuellen XAMPP-Version herauskopiert. Ja. Options, Indexes, Follow Symlinks, Includes, Exec CGI,
allow override all, require all granted. So steht das drinnen. Ja. Das erste ist eine Reihe von Optionen. Ja. Indexes heißt zum Beispiel, wenn Sie nur zum Beispiel localhost slash, weiß ich nicht, Übung 03 eingeben, ja, dann schaut der Webserver nach, ob es in dem Ordner eine Datei gibt, die irgendwie index.html, index.php, da gibt es noch ein paar Default-HTML, Default, da gibt es ein paar so Standardnamen, die er sucht. Und wenn er eine von denen findet, dann zeigt er die an. Ja. Das ist der Grund, warum es wurscht ist, ob Sie schreiben www, also oder von mir als localhost slash Vorlesung 06 slash index.php oder einfach nur slash Vorlesung 06. Diese Indexes-Anweisung sagt, wenn es eine Indexdatei gibt, dann rufst du die bitte auf. Ja. Das haben die meisten Webserver konfiguriert, weil sonst ist es mühsam. Sonst müsste man immer den ganz genauen Filenamen angeben. Ja. Follow Symlinks ist zum Beispiel die Einstellung, dass der Webserver in seinem htdocs-Verzeichnis symbolischen Links folgen kann. Falls Sie Ihr htdocs-Verzeichnis in die Dropbox ausgelagert haben, so wie es Ihnen der Martin Harrer in dieser Anleitung gezeigt hat, ja, ist die Anweisung dafür verantwortlich, dass das überhaupt funktioniert, weil Sie haben sich ja aus dem htdocs einen symbolischen Link in Ihre Dropbox oder in irgendeinen anderen Cloud-Speicher wohlgemerkt gelegt, ja, damit Sie sozusagen nicht immer hin und her kopieren müssen. Wenn da nicht Follow Symlinks steht, dann ist das nicht erlaubt, weil dann sagt der Webserver, hey, hey, das ist kein echtes Verzeichnis, das ist ein symbolischer Link, das mache ich nicht, ja, das ist mir zu unsicher oder was auch immer, ja, und dann würde das nicht funktionieren, also das ist da definiert, ja. Includes und execcgi sind noch zwei Anweisungen, die so serverseitige Includes erlauben und CGI-Skripte ausführen lassen, das heißt, das ist nicht so tragisch. Was ganz, ganz wichtig ist, ist die Anweisung allow override all, ja. Allow override all heißt nämlich, dass Sie diese Regeln, die da definiert sind, die dürfen Sie noch nachträglich überschreiben. Sie dürfen eine eigene Datei in Ihrem Verzeichnis, in Ihrem Unterverzeichnis zum Beispiel anlegen und dürfen bestimmte Regeln für das Verzeichnis hinzufügen oder ändern und so weiter. Das ist dieses allow override all, dass man im Prinzip alle Optionen noch nachträglich ändern kann. Und wenn das eingestellt ist, dann funktioniert auch das, was ich Ihnen auf der nächsten Slide dann zeige. Wenn da stünde Allow Override None, das ist die striktere Variante, dann darf ich das nicht. Ja, das ist die wichtige Regel hier. Und Require All Granted, das sagt zum Beispiel, wer darf überhaupt das htdocs-Verzeichnis vom Webserver zugreifen? Da steht jetzt zum Beispiel Require All Granted, das heißt, jeder darf, egal von welcher IP-Adresse der Zugriff, der Request kommt, darf ich das mehr oder weniger wird halt der Webinhalt angezeigt. Da könnte man zum Beispiel Beschränkungen setzen, dass zum Beispiel bestimmte IPs dürfen von dem Webserver keine Aufrufe machen. Ja, wenn jemand von der IP so und so kommt, dann schickt der Webserver nur einen Fehler zurück und so weiter. Wenn aber steht All Granted, dann darf jeder mehr oder weniger. Ja, das ist die Standardeinstellung. Okay, jetzt haben wir dieses Allow Override All, das steht da drinnen. Und wenn wir das haben, dann können wir in jedem Verzeichnis, wo wir zum Beispiel diese Basic-Authentifizierung brauchen, eine sogenannte .htaccess-Datei reinlegen. Das heißt, die muss wirklich .htaccess heißen. Grund, warum das mit Punkt anfängt und auf Linux, Unix-Systemen sind alle Files, die mit Punkt beginnen, standardmäßig eigentlich versteckt. Ja, und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das soll jetzt kein quasi offensichtbares File sein. Und es muss auch wirklich genauso heißen. Wenn der Webserver nämlich in einem Verzeichnis eine .htaccess-Datei findet, dann schaut er sich die an. Und diese Regeln, die man da reinschreiben kann, sind die gleichen, die ich auch in so eine Directory-Direktive, wie wir es da haben, reinschreiben könnte. Das heißt, ich kann in einem zusätzlichen File Regeln überschreiben, ergänzen etc. Ja? Und genau das ist ganz wichtig, dass ich zum Beispiel sage, für ein Verzeichnis, für dieses MySite-Verzeichnis, das wir vorher gehabt haben, möchte ich jetzt so eine Basic-Authentifizierung machen. Das heißt, ich schreibe in diese htaccess-Datei, die erstelle ich mir in dem Verzeichnis neu und schreibe dann rein out-type-basic, damit sage ich, ich möchte diese Basic-HTTP-Authentifizierung verwenden. Ich möchte zum Beispiel unter c-xamp-apache eine Datei namens users.file ablegen, wo genau drinnen steht, welche User Zugriff haben. Also zum Beispiel, es gibt den User Hagenberg mit Passwort heim2 und nur der hat Zugriff und sonst keiner. Ja? Und da legt man auch fest, wie dieser Secret Realm heißt. Ja? Das ist heim2 Secret Area, damit man weiß sozusagen,
dieses File gilt für diesen Realm, ja, damit es klar ist, okay, das ist da der Zusammenhang. Und require valid user heißt so viel wie, ich muss einen gültigen User eingeben, damit ich Zugriff erlange. Ja, da gäbe es noch andere Optionen. Ich kann auch wieder sagen, require all granted, dann war es wieder wurscht sozusagen. Ja, dann darf jeder zugreifen, aber in dem Fall dürfen nur gültige User aus dieser Datei zugreifen. Ja, und wenn ich das in ein File reinlege, dann habe ich sozusagen eigentlich schon meine Basic-Authentifizierung fertig. Es ist nur die Frage, wie komme ich noch zu diesem File mit Benutzername und Passwort. Da gibt es einfach unter jedem Linux, Unix-System, aber auch unter Windows genauso, also im Prinzip alles, was zum Webserver halt dazugehört, ist portiert auch für Windows, aber es kommt eigentlich ursprünglich aus der Linux-Unix-Welt. Es gibt ein Programm namens htpasswd, wo man einfach Passwörter generieren kann. Ja. Und mit diesem String htpasswd-c, und dann gebe ich den Verzeichnisnamen an und sage, User Hagenberg, macht einmal eine neue Datei, Users-File in dem Verzeichnis, schreibt gleich einen User Hagenberg rein und möchte dann zweimal wissen, Passwort und Wiederholung, und schreibt sozusagen dann ein neues File, wo er gleich sagt, es gibt den User Hagenberg. Ja. Und mit diesem htpasswd kann ich halt andere Passwörter, andere User etc. auch noch hinzufügen. Ja. Ja. Na, also das ist wirklich, und ich zeige Ihnen das jetzt eh gleich im Browser her, das ist wirklich eine ganz eine simple Authentifizierung. Ja. Wenn Sie die jetzt sehen, die Frage war, um das zu wiederholen, haben solche Anmeldungsgeschichten wie Login with Facebook oder Google etc. auch damit was zu tun? Das ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Im Prinzip, das ist ein rein webserverbasierter Login-Mechanismus, sehr primitiv, den gibt es seit was weiß ich wie vielen Jahren eigentlich, seitdem es die Apache-Webserver gibt. Das, was wir uns nachher anschauen werden, ist ein selbst entworfener PHP-Login-Mechanismus, der darauf basiert, dass sozusagen ich bei meiner Seite meinen Benutzernamen, Passwort speichern und mit dem die Leute einlogge. Das heißt, so machen es viele Seiten. Man registriert sich bei der Seite, wählt sich Username, Passwort, die Seite speichert sich das und fertig. Und die dritte Komponente sind dann so Sachen eben wie Login with Facebook, Google oder andere Services. Ja, das funktioniert über mehr oder weniger sozusagen eine externe API sozusagen, da gibt es den OAuth, den Open Authentication Mechanismus. Wenn Sie eine Webseite haben, können Sie, der ist gut dokumentiert, den kann man sozusagen implementieren, ja, sagen, ich baue auf meiner Seite jetzt so einen OAuth-Mechanismus für zum Beispiel Facebook ein oder auch Google oder Twitter oder was weiß ich, da gibt es eine Reihe von Seiten, die das unterstützen. Ja. Und im Prinzip funktioniert das dann auch so, dass Sie bei Ihrer Seite sagen, man kann sie mit Facebook anmelden, dann gibt diejenige, die sie anmelden will, seine, in dem Fall Facebook-User und Passwort ein. Dieser OAuth-Mechanismus sorgt dafür quasi, dass mehr oder weniger der Request zu Facebook geht. Dort wird überprüft, sind das die richtigen Benutzerdaten, die bei Facebook liegen, ja oder nein, und entsprechende Antwort wieder retour kommt. Ja, das heißt, Sie speichern auf Ihrer Seite keine Facebook-Nutzerdaten, Ihre Webseite kriegt das mehr oder weniger nie mit, aber dieser Zugriffsmechanismus sorgt einfach dafür, dass sozusagen Sie die Information kriegen, ja, das sind gültige Login-Daten, passt, oder nein, das sind Sie nicht, weil mehr müssen Sie eigentlich nicht wissen, sozusagen. Es ist nur wichtig, war es der richtige Facebook-User, ja oder nein? Und in dem Fall dann ist das sozusagen die Antwort, die Sie retour kriegen. Und dann können Sie sagen, okay, passt, das war ein gültiger Facebook-User, ich logge ihn jetzt auch auf meine Seite an. Und dann haben Sie vielleicht trotzdem die Möglichkeit, dass Sie sagen, okay, ich speichere mal zumindest seine E-Mail-Adresse, die er verwendet hat, damit ich weiß, okay, unter der Adresse kann man den erreichen oder sonst was. Aber im Prinzip der Login-Mechanismus wird mehr oder weniger über die externe Seite, in dem Fall Facebook, geleitet. Ja. Das ist aber, das, was ich da Ihnen gezeigt habe, das ist eben ganz eine simple Geschichte. Und am besten zeige ich es Ihnen her, weil ich glaube, Sie kennen das sicherlich alle. Irgendwo haben Sie das sicher schon gesehen. Ganz kurz nochmal, ich mache mal ein das PHP-Storm auf. Das ist sozusagen, Moment einmal, wo sind wir? Da sind wir. So, das ist meine Index-Seite. Ich habe da einen Ordner, da machen wir geschwind zu, ich habe da einen Ordner restricted, ja, den habe ich so genannt, weil der soll geschützt sein durch diesen Basic-Authentifizierungsmechanismus. Und da liegt eine Index-HTML drinnen. Das ist diese Seite, die soll man nur dann sehen dürfen, wenn man eben den richtigen Usernamen und Passwort hat. Ja. So,
Und in diesem Verzeichnis liegt ebenfalls die htaccess drinnen, diese Datei, die ich gerade angesprochen habe. Und da steht genau das drinnen. Der einzige Unterschied ist, dass da jetzt der Pfad zum Users-File als Mac-Pfad drinsteht, weil ich da auf einem Mac unterwegs bin. Ja. Das heißt, Basic Authentifizierung, HM2 Secret Area und Valid User und da liegt mein Users-File. So, das User-File habe ich nur geschwind da reingeschmissen, das muss da nicht liegen. Ich habe es nur reinkopiert, damit ich es Ihnen zeige. So wird der Username mit verschlüsseltem Passwort da drinnen abgelegt. So speichert dieses HT-PassWD diese Sachen ab. Ja. Aber das kann uns wurscht sein. So, jetzt kann ich hergehen. Ich brauche geschwind einen Browser, Sekunde. So, wir brauchen jetzt den Localhost. Und wir brauchen jetzt nicht die Vorlesung 4, sondern die Vorlesung 6. Und ich brauche, ist übrigens ganz interessant, dieser Order Restricted, ja, den sieht man da nicht. Dadurch, dass dieses htaccess-File drinnen liegt, wird auch der Ordner nicht öffentlich angezeigt. Das ist ganz spannend eigentlich. Also der Webserver checkt, aha, das ist passwortgeschützt. Ich verrate auch gar nicht einmal, dass es den gibt. Ja. Beim Directory Listing fehlt der. Der Login, das ist das, was ich Ihnen jetzt nachher gleich sage. Das ist der PHP-Login-Mechanismus, aber dieses andere Verzeichnis ist nicht da. So, aber natürlich eintippen kann ich es. Ja. Ich schreibe da jetzt Restricted hin. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Das ist dieser ganz schiere, hässliche Login-Dialog, den der Browser vorgeht. Und da steht einfach nur Authentication required, Localhost requires a username and password. Ja. Und ich tippe das jetzt einmal bewusst irgendwie falsch ein, weil ich weiß ihn nicht und sage Login. Dann probiere das noch einmal. Ich glaube, der Chrome ist sehr beständig. Ja, spannend. Was ist, wenn ich Cancel sage? Genau, 401 kommt wieder daher, habe ich doch recht gehabt, ja. Dann kommt sowas daher wie Authentisierung fehlgeschlagen, Authentication failed, Status 401, Authentication required, ja. Das heißt, ich habe keine Chance, diese Index-Datei, die da drinnen liegt, anzuschauen. So, probieren wir es noch einmal. Wir haben ja die Möglichkeit und jetzt haben wir eben gesagt, da gibt es diesen User Hagenberg und das Passwort, das ich hinterlegt habe, war hochsicher HM2 und ich sage Login und jetzt quasi, Google möchte, dass es speichert, nein, jetzt hat das funktioniert und jetzt kann ich die Seite sehen. Ja. Und das ist alles. Einen Logout-Mechanismus in dem Sinn gibt es da gar nicht. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Seite wieder anschaue, ja, da, es kommt nicht einmal mehr der Dialog her. Das heißt, normalerweise Browser zumachen reicht dann aus, dass man wieder ausgeloggt ist. Beim nächsten Mal braucht man eigentlich wieder mehr oder weniger den Login. Aber das war sozusagen alles, was das Ding kann. Aber, wie gesagt, das ist so ziemlich überall verfügbar. Das heißt, wenn Sie nur ganz geschwind eine Seite, einen Teil einer Seite Passwort schützen wollen, dass einfach nicht jeder zugreifen kann, dann ist das eine wahnsinnig geschickte Methode. So ein htaccess-File in dieses Verzeichnis, das man schützen will, reinschmeißen. Im Prinzip diese vier Zeilen und vorher muss man halt irgendwo dieses User-Passwort-File anlegen. Und damit man halt weiß, was für einen User gibt. Und das war's. Das haben Sie in 2 Minuten haben Sie das erledigt und schon haben Sie irgendwo eine Seite Passwort oder Login geschützt, die Sie nicht wollen, dass sie öffentlich einsehbar ist. Ja, und deswegen zeige ich es Ihnen auch, weil es für viele Dinge einfach eine ganz schnelle Möglichkeit ist. Und das ist auch nicht umgänglich irgendwie. Das passiert direkt am Webserver. Wenn ich den Usernamen und das Passwort nicht habe, dann muss ich leider dumm sterben und werde nie sehen, was da dahinter ist. Und Sie haben gesehen, sogar der Webserver ist eben schon so gescheit, selbst wenn ich im Verzeichnis drüber bin, Vorlesung 06, ich sehe nicht mal, dass es da einen Ordner gibt, der eben in dem Fall Passwort geschützt ist. Sogar das wird ausgeblendet, das heißt, der Webserver ist ganz geschickt, das zu verstecken. Das wird auch kein Google finden und so weiter. Insofern ist das wirklich ganz gut geschützt, aber halt leider nicht sehr flexibel. Sie haben gesehen, da ist dieser Standarddialog. Ich kann da nichts reinschreiben im Prinzip. Ja. Die Browser zeigen es ein bisschen anders an. Der Firefox schreibt dann noch HM2 Secure Area hin und so weiter. Chrome macht es ein bisschen anders. Aber im Prinzip, ich bin da völlig ausgeliefert. Der Webserver macht es so, wie er es macht. Es ist total sicher und alles. Aber ich kann mich wieder ausloggen. Ich kann weder irgendwie den Dialog customizen noch sonst was. Ja. Das ist der große Nachteil bei dieser Sache. Und darum ist es sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern ich wollte Ihnen das wirklich nur zeigen, dass Sie sehen, es gibt sozusagen Out-of-the-Box-Möglichkeiten, Sachen irgendwie Login zu schützen. Aber wir werden uns das jetzt mehr oder weniger gescheit anschauen. Ja? Und ich würde vorschlagen, bevor wir damit dem PHP-Login-System loslegen, machen wir doch gleich eine Pause. Jetzt ist ein schöner Zwischenpunkt. Es ist jetzt 9.21 Uhr, machen wir so bis 26 Pause und dann schauen wir uns an, wie wir so ein klassisches Login-System machen können mit Login-Seite etc. etc. und zwar in PHP. Okay, kurze Pause.
Thank you.
So. Also das, was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, wie gesagt, war eine ganz simple, standardmäßig verfügbare, aber nicht sehr flexible Art und Weise, sich zu authentifizieren. Kann man sicherlich einmal brauchen, ist aber nicht das Gelbe vom Ei, wenn man sozusagen irgendwie ein bisschen eine komplexere Seite hat, wenn man einen schönen Login-Screen möchte, wenn man vielleicht einen Logout-Screen auch möchte, weil das in der Form nicht wirklich geht. Das heißt, irgendwo muss man sich dann doch einen eigenen Login-Mechanismus bauen. Eine Möglichkeit wäre, dass man vorgegebene so APIs verwendet, wie eben dieses Open Authentication OAuth, und dass man Leute dann eben mit Facebook oder Twitter oder sonst irgendwas einloggen lässt. Ja. Oder man baut sich eben sein eigenes Login-System, wie es so viele Seiten oder fast alle Seiten auch irgendwie haben. Da brauche ich halt dann einfach eine serverseitige Skriptsprache. In unserem Fall ist das PHP. Und wir werden uns jetzt einmal anschauen, wie man sowas lösen kann. Weil im Prinzip ist es gar nicht schwierig. Was wir dazu brauchen, ist die Funktion Header. Die habe ich Ihnen vor 2 Wochen mal gezeigt. So als kurzes Intermezzo. Erinnern Sie sich, ich habe Ihnen gezeigt, dass man mit der Funktion Header alles machen kann. Und zwar habe ich Ihnen demonstriert, man kann zum Beispiel dem Webserver vorgaukeln, dass eine HTML-Datei Plaintext ist und er zeigt sie als Plaintext an. Oder ich habe Ihnen auch gezeigt, man kann mit dieser Header-Funktion, mit diesem Header-Location einen Vorwart machen. Das heißt, bevor noch die eigene Seite angezeigt wird, wird schon auf eine andere Seite umgelenkt. Ja, und genau das ist jetzt das Ding, was wir bei diesem Login-Mechanismus als zentrale Komponente brauchen. Wir müssen feststellen, darf jemand die Seite, und die Seite, um die es geht, ist die Index.php von mir aus. Aber absichern kann ich natürlich eine Reihe von Seiten. Ja, aber sagen wir, es geht um die Hauptseite unserer Webseite. Zum Beispiel von der Image Gallery ist es die Startseite, wo die Bilder hochzuladen sind und anzuzeigen sind, etc. Ja, so, diese Seite, da wollen wir sicherstellen, dass die nur jemand sehen darf, der sich zuvor richtig eingeloggt hat. So, das heißt, ich brauche irgendwo eine Login-Seite, und vielleicht da zum Schluss eine Logout-Seite wieder, klar. Ja, wenn ich mich einloggen will, will ich mich ausloggen. Ja. Gut. Wie ist da der Workflow? Standardmäßig würde man sagen, okay, ich rufe jetzt mal die Seite auf. Das heißt, ich gebe Localhost Übung 05 oder so irgendwas wird das dann halt sein. Oder Vorlesung 06 oder wie auch immer der Ordner heißt ein. Ja. Und ich will die Index.php sehen. Der Webserver will mir die auch geben. Ja, das heißt, ich komme daher auf die Index.php. Aber bevor ich die Index.php zugreife, wird jetzt überprüft, ob ich berechtigt bin, die Index.php zu sehen. Ja, wie das geht, wie wir schauen, ob jemand eingeloggt ist oder nicht, das schauen wir uns in Kürze an. Zuerst nur mal Prinzip. Angenommen, die Antwort ist nein, ja, der User, die Userin ist nicht eingeloggt, dann wird diese Header-Funktion von PHP verwendet und es passiert mehr oder weniger dieser Vorwart damit Header Location Login PHP. Das heißt, noch bevor die Index.php angezeigt wird, ja, wird geschaut, bist du berechtigt? Wenn nein, sofort weiter auf die Login. Das heißt, man hat die Index.php zwar aufgerufen, aber man hat noch keinen Inhalt davon zu Gesicht bekommen und ist sofort mehr oder weniger auf die Login PHP umgebogen worden. Ja. So, da bin ich jetzt am Zug, meine Login-Daten einzugeben. Angenommen, ich logge mich jetzt korrekt ein, passt, dann stehen meine Login-Daten da und es gibt einfach dann eine Weiterleitung auf die Index.php. Ich habe mich richtig eingeloggt und ich komme auf die Index.php. So, dass ich eingeloggt bin, das werden wir uns vermutlich in einer Session speichern müssen, ja, weil das, wie gesagt, die Session ist das, die existiert immer, also kann ich mir super solche Sachen merken. Ja. Das heißt, ich habe mir jetzt in der Session gespeichert, die Person ist eingeloggt. In Zukunft kommt sie jetzt auf die Index-Seite her. In der Session zum Beispiel steht eben drinnen, ja, die Person ist eingeloggt und sie darf sofort die Index-Seite sehen. Keine Weiterleitung mehr auf die Login-PHP. Bis man irgendwann einmal hergeht und die Logout-Seite anwählt, zum Beispiel, indem man einen Link anklickt, Logout, ja, dann wird die Logout-PHP aufgerufen, da wird die Session zerstört, diese Information, dass man eingeloggt war, ist weg und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ich komme auf die Index-Seite, es ist jetzt in der Session ist nicht mehr hinterlegt, dass ich eingeloggt bin, also werde ich sofort wieder auf die Login weitergeleitet. Ja. Und da geht es wieder von vorne los. Ich kann mich wieder einloggen, wenn das passt, komme ich wieder auf die Index und fertig. Solange ich übrigens eingeloggt bin, kann man das Ganze auch umgekehrt spielen. Ja, also bis jetzt habe ich gesagt, wenn ich nicht eingeloggt bin und die Index sehen will, komme ich auf die Login.
Ich kann es aber auch umgekehrt machen, was durchaus auch Sinn macht. Wenn ich eingeloggt bin, ja, und ich will die Login sehen, dann komme ich gar nie auf die Login, sondern immer sofort auf die Index, weil es macht keinen Sinn, sich einzuloggen, wenn man schon eingeloggt ist. Das heißt, da macht man genau das Verdrehte. Wenn jemand bewusst die Login-Seite aufruft, wird er auf die Index-Seite sofort weitergeschickt, weil er ist ja schon eingeloggt. Ja. Erst wenn man sich ausgeloggt hat, dann darf man wieder die Login-Seite auch sehen, weil dann macht es Sinn, dass man sich wieder neu einloggt. Das ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Und eben dieses Abfangen, dass man die Seite nicht sieht, sondern davor gleich umgeleitet wird, das macht dieses Header-Location eben. Einmal von der Index auf die Login oder auch von der Login auf die Index. Okay, wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Bevor ich Ihnen das allerdings erkläre, möchte ich noch einen ganz geschwinden Exkurs machen, weil wir arbeiten ja logischerweise, wann immer wir Login-Geschichten haben, immer auch mit Passwörtern. Nona, ja, das ist unser Standardmechanismus. Wir haben einen Usernamen, wir haben ein dazugehöriges Passwort und die Message steht eh groß oben, ja, Passwörter niemals im Klartext abspeichern. Ich glaube, das ist irgendwie jedem so ein bisschen bewusst. Aber Sie werden schauen oder sich wundern, wenn solche, wie soll man denn sagen, Hacks oder was auch immer wieder mal ans Tageslicht kommen, dass wieder irgendeine große Bank oder irgendein großer Videospiele, Konsolenhersteller oder irgend sowas gehackt worden ist, ja, wie lausig diese Firmen mit solchen Sachen umgehen. Ja. Da werden teilweise Dinge im Klartext gespeichert oder ganz, ganz schwach verschlüsselt oder irgendwas, ja, sodass man sie in Sekunden geknackt hat. Das sind natürlich Dinge, auf die sollte man schon ein Augenmerk legen. Wir arbeiten da logischerweise ja nur quasi jetzt lokal auf unseren Rechnern. Wir speichern da natürlich auch irgendwelche Login-Daten, aber in der Regel sind es keine sensitiven Informationen. Nichtsdestotrotz schadet es nicht, wenn man sich auch da gleich Gedanken macht, wie kann ich denn diese Dinge sinnvoll verschlüsseln oder auch sinnvoll abspeichern, sodass, wenn irgendwer, der eigentlich da nicht Zugriff haben soll, Zugriff verlangt, sodass diese Person damit eigentlich nichts anfangen kann. Ja? Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass Sie Passwörter immer in irgendeiner Form verschlüsselt abspeichern. Nie im Klartext, sondern immer irgendwie verschlüsselt. Und ich möchte Ihnen, bevor wir uns den Login-Mechanismus weiter anschauen, noch ganz kurz zeigen, wie man das machen kann. Einfach nur, damit sozusagen Ihnen das nie passiert, dass Sie irgendwann einmal ein Webprojekt für einen Kunden bauen und da irgendwelche Passwörter, ja, unverschlüsselt oder schwach verschlüsselt oder sonst irgendwas ablegen und dann gibt es irgendwie später mal Scherereien, weil der Webserver gehackt wurde oder die Datenbank viel mehr wahrscheinlich, wo das liegt, ja, und dann, oh, warum und so weiter. Also das ist mir schon ein Anliegen, deswegen ganz kurzer Exkurs da. Die einfachste Möglichkeit, ja, dass wir Passwörter, es betrifft jetzt nicht nur Passwörter, das können Sie mit jedem beliebigen String oder was machen, aber in dem Fall ist es jetzt für Passwörter interessant, ja, dass Sie Passwörter oder Login-Daten speichern und bis zu einem gewissen Grad, ja, verschlüsseln, ist ein bisschen ein falsches Wort vielleicht in dem Zusammenhang, aber zumindest nicht lesbar abspeichern, ist, dass Sie eine sogenannte Hash-Funktion verwenden. Ja, da gibt es zum Beispiel die Vertreter MD5 oder SHA1, aber da gibt es auch noch andere wie SHA512 und weiß Gott was alles, ja, Bcrypt und so weiter. Eine Hash-Funktion ist im Prinzip eine ganz eine simple Funktion, die wird auch Streuwertfunktion genannt und generiert für einen bestimmten String immer einen anderen eindeutigen String. Also es ist ein bisschen so wie das Base64, was ich Ihnen gezeigt habe, nur das Base64 funktioniert in beide Richtungen. Eine Hash-Funktion macht aus einem String immer den gleichen sogenannten Hash-Wert, ja, aber rückrechnen kann man ihn nimmer. Wenn ich diesen Hash-Wert habe, komme ich nicht mehr auf den Originalstring so zurück. Ja, das heißt, das ist schon mal eine ganz gute Geschichte, weil wenn Sie nur diese Zeichenkette da zum Beispiel haben, dann wissen Sie noch nicht oder dann können Sie in dem Fall nicht wirklich rückrechnen, mit Standardmethoden sozusagen, was da dahinter gesteckt ist. Das heißt, das ist so die Idee von einer Hash-Wert-Funktion. Gleiche Strings machen immer den gleichen Hash-Wert. Bei MD5 ist es zum Beispiel eine 128-Bit Hash-Funktion. Das heißt, Sie kriegen so eine 32 Stellen lange hexadezimale Zahl. Bei dem SHA1 ist es schon 160-Bit, da kriegen Sie schon eine 40 Stellen lange Zahl. Das heißt, je stärker die Hash-Funktion ist, desto länger wird auch das entsprechende String und desto, ja, schwieriger ist es, das auch rückzurechnen.
Beide Funktionen, das MD5 sowieso, aber auch der SH1 sind mittlerweile schon geknackt worden, weil es einfach verschiedene Methoden gibt, diese Dinge durch Schwachstellen im Algorithmus mehr oder weniger wieder zu knacken. Da wird zum Beispiel versucht, dass man Kombinationen findet, wo verschiedene Strings denselben Hashwert geben, ja, und das sind so eben, wenn der Algorithmus halt einfach ja, Schwachstellen hat. Und wenn man auf solche Dinge zum Beispiel stößt, dann kann man wieder versuchen, das rückzurechnen. Das ist alles sehr rechenintensiv. Wenn Sie wissen wollen, wie das genau funktioniert, dann fragen Sie mal ein paar Kollegen aus sichere Informationssysteme, die werden das wahrscheinlich auch irgendwie sogar lernen oder zumindest genau erklärt bekommen. Das ist ein bisschen aus unserem Fokus heraus. Das heißt, diese Hash-Funktionen sind schon mal super, aber teilweise auch knackbar. Es gibt dann aber komplexere, die noch nicht geknackt sind, aber das sind jetzt nur mal zwei beispielhaft. Ja. Das Problem ist allerdings, ja, wie schon erwähnt, gleiche Strings ergeben immer gleiche Hash-Werte. Ja. Das heißt, wenn Sie das Wort Hallo in so eine Hash-Funktion wie MD5 reinstopfen, dann kommt immer der gleiche String raus. Ja. Das heißt, Angreifer können sich natürlich vorher schon mit sogenannten Dictionary Attacks einmal aus einem Wörterbuch, ja, deswegen heißen sie Dictionary Attack, alle Wörter mal raussuchen, die alle vorher mal hashen, das heißt für jedes Wort im Wörterbuch einen Hashwert erstellen und dann, angenommen, die hätten dann Zugriff zur Datenbank, wo die Passwörter als solche Hashwerte vorliegen, dann muss man nur noch vergleichen, ja, und dann sagt man, aha, okay, ich habe da jetzt irgendein Match, dann schaue ich nach, aha, das haben wir damals, das war das Wort Hallo, das haben wir verschlüsselt, da kommt das raus und dann weiß man, dass hinter diesem Hashwert das Passwort Hallo steckt. Das ist der große Nachteil, dadurch, dass gleiche Strings immer gleiche Hashwerte ergeben, wenn ich sozusagen vorausgerechnet habe, dann kann ich ganz easy vergleichen und weiß, was dahinter steckt. Deswegen übrigens ist es auch immer ganz wichtig, dass man komplexe Passwörter nimmt, die nicht gerade irgendwo in einem Wörterbuch drinstehen, weil wenn Sie irgendein Passwort mit einem Haufen Sonderzeichen oder sonst was haben, dann sind Sie gegen solche Dictionary-Attacken in der Regel gut gefeit, weil, wie gesagt, irgendwas mit Raute, Rufzeichen, 3, 5, 9, Z, irgendwas steht sicher nicht im Wörterbuch. Ja. Aber wenn man natürlich als Passwort Hallo oder Schatzi oder irgendwas halt hat, ja, dann ist es natürlich der Umstand leichter, dass das rückgerechnet werden kann. Ja? Also Sie sehen schon, so eine Hash-Funktion ist super, weil man auf der einen Seite schon mal nichts mehr im Klartext stehen hat und das auch nicht rückrechnen kann, aber durch ganz simple solche Dictionary-Attacken und Vergleiche ist auch das relativ angreifbar. Das heißt, man hat begonnen oder sich überlegt, wie können wir das sicherer machen. Sicherer kann man es dadurch machen, dass man ein gewisses Random-Element reinbringt. Und das Random-Element ist ein sogenannter Salt, das nennt man so. Ja, also man fügt einen Salt, wie Salz halt hinzu, der diesen Hash-Wert sicherer und quasi unberechenbarer macht. Das funktioniert da so, ich habe es ein bisschen in PHP hingeschrieben. Zunächst, also stellen Sie sich vor, wir haben das Passwort Hagenberg. Ja, das tippt man so ein, furchtbar unsicher natürlich. Aber Sie werden schon sehen, sobald ich den Salt im Spiel habe, ist das auch mit diesen Dictionary-Attacken nicht mehr so tragisch. Ja. So, ich mache mir zuerst ein Salt. Ein Salt ist nichts anderes wie eine möglichst zufällige Zahl. Da kann ich in PHP die Funktion mtrand, das ist ein guter Zufallsgenerator, den kennen Sie vielleicht schon von diesem Zahlenratespiel in der Übung, ja, verwenden. Den stopfe ich noch einmal in die Funktion UniqueID, die macht auch eine möglichst eindeutige Zahl. Und da generiere ich noch einmal so einen Hashwert mit SH1. Das heißt, im Endeffekt kommt irgendwie so ein 40-stelliger Hashwert raus, der möglichst zufällig ist. Ja. So, den kann ich entweder 1 zu 1 so nehmen, da habe ich es für die bisschen bessere Lesbarkeit auf 9 Stellen wieder abgeschnitten. Sicherer und besser ist es natürlich, wenn ich die ganze lange Geschichte nehme, aber wie gesagt, fürs Beispiel habe ich ihn einfach ein bisschen gekürzt. Das heißt, die ersten 9 Stellen mit Substring habe ich mal abgeschnitten, das heißt, das wäre unser Salt, dieses 3E, 6C, D und so weiter. Also eine möglichst zufällige Kombination. So. Jetzt gehe ich her und tue nicht nur das Passwort hashen, ja, mit diesem SH1 zum Beispiel, sondern ich hänge den Salt und das Passwort zusammen. Also jetzt mache ich nicht nur Hagenberg, sondern 3E, 6C und so weiter Hagenberg und mache daraus einen SH1-Wert. Das heißt, es ist nicht mehr nur mein Standard-Passwort, sondern es ist ein Zufallswert dabei. Und aus dem baue ich den Hashwert, den Hashwert, Entschuldigung. Diesen Hashwert... Oh, es ist auf Video, verdammt. Dieser Hashwert, den habe ich jetzt wieder mit 40 Zeichen, weil es kommt immer 40 Zeichen raus. Nur damit ich später das Ganze wieder irgendwie entschlüsseln kann, brauche ich ja diesen Salt, weil ich habe jetzt irgendwas Zufälliges davor gehängt,
wie soll ich jemals wieder wissen, was das Zufällige war? Das heißt, ich gehe jetzt einfach her und hänge vor diesen Hashwert noch einmal den Salt im Klartext vorher ran. Das heißt, ich habe dann diese 40 Stellen von dem Hashwert plus den Salt nochmal mit 9 Stellen. Ja, der hängt da davor dran. Ich kann ihn aber auch nach hinten hängen, ich könnte ihn auch in die Mitte reinstückeln. Das ist wurscht. Das heißt, ein Angreifer, wenn er nicht weiß, wie ich das gemacht habe, wenn er nicht zufällig meine PHP-Funktion sieht, sieht diesen ewig langen String und der weiß nicht, dass da irgendwo der Salt dran hängt. Ja, nur wenn er irgendwie Zugriff auf mein PHP-File hat und er weiß genau, wie ich es verschlüsselt habe, dann kann er sich natürlich ansehen. Aber normalerweise sind Daten in der Datenbank und die Webserver getrennt gesichert. Wenn nicht unbedingt beides gehackt wird, ist es kein Thema. Ja, das heißt, ich habe diesen langen String mit dem Salt vorne dran. Da wird keine Dictionary-Attacke mehr rankommen, weil das ist, wie gesagt, mit einem das Passwort und der Zufallsstring und das Ganze gehasht und nur einmal der Zufallsstring dran hängt. Ja. Das heißt, da ist also eigentlich nichts mehr rückrechenbar. Die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt später beim Login überprüfen, ob das Passwort stimmt, wenn alles auf einmal so zufällig ist? Im Prinzip ist es wieder easy. Ja. Ich habe das Passwort Hagenberg natürlich gehabt und das ist dieser lange gespeicherte String, diese 49 Zeichen. So. Was muss ich jetzt machen? Angenommen, ich logge mich jetzt ein und ich tippe Hagenberg ein und die Seite will überprüfen, stimmt das Passwort jetzt? Dann hat die in der Datenbank oder in unserer Datei diesen langen String stehen. So, ich weiß ja, dass die ersten 9 Stellen dieser Salt waren. Das heißt, die schneide ich mir jetzt wieder außer. Weil ich habe sie da vorne dran gespeichert, also habe ich sie jetzt auch wieder. Und damit habe ich genau dieses Stück Zufallswert, mit dem ich das Passwort damals verbessert oder zusätzlich quasi verschlüsselt habe, ja, das habe ich jetzt wieder dran und jetzt muss ich im Prinzip denselben Verschlüsselungsvorgang nur mal ausführen mit dem Passwort, das gerade beim Login eingegeben worden ist. Ja. Das war jetzt auch wieder Hagenberg, das heißt, ich hänge wieder den Salt, den ich gerade da rausgeschnitten habe, mit Hagenberg zusammen, stopfe ihn in eine Hash-Funktion und hänge den Salt wieder davor und wenn das wieder genau das Gleiche ergibt, wie das, was schon abgespeichert war, das heißt, ich habe den gleichen Verschlüsselungsvorgang nachgebaut, wenn das die gleichen Strings sind, dann weiß ich, okay, richtiges Passwort wurde eingegeben. Ja. Und der Vorteil ist jetzt, durch diesen Salt, der ist jedes Mal anders. Ja. Das heißt, wenn ich einmal Hagenberg verschlüssle, ein User wählt sich Hagenberg als Passwort, der kriegt irgendeinen Salt, mit dem wird es verschlüsselt und abgespeichert. Ein zweiter User wählt sich auch Hagenberg, kriegt einen ganz anderen Salt, das heißt, es kommt ein völlig anderer String raus. Das heißt, ich habe nicht mehr diese Geschichte, gleiche Passwörter haben gleichen Hashwert, sondern gleiche Passwörter können jetzt völlig unterschiedliche Hashwerte haben und damit sind sie viel, viel schwerer zu knacken. Ja, wie gesagt, solange nicht bekannt ist, wie es verschlüsselt worden ist, ist das eigentlich eine Sache, die so, ja, ich sage nicht unmöglich zu knacken ist, weil das ist, da bin ich sehr vorsichtig mit sowas, aber schon sehr, sehr schwer zu knacken. Das heißt, so kann ich mir eigentlich einen Login-Mechanismus bauen, der schon sehr, sehr sicher ist und diese Strings lege ich in meine Datenbank. Aber, und jetzt kommt der Clou, die PHP-Entwickler haben uns in Version 5.5 erhört, ja, und haben, also bis vor 2 Jahren habe ich das so nur verkaufen müssen, sagen, ihr müsst euch das selber bauen. Jetzt seit PHP 5.5, also letztes Jahr habe ich das schon herzeigen können, gibt es diese Geschichte, die ich Ihnen gerade erklärt habe, quasi schon out of the box. Und zwar mit den beiden Funktionen, PHP-Funktionen Passwort Hash und Passwort Verify. Ja. Und das ist eigentlich jetzt zu einem Einzeiler quasi geworden. Wenn Sie ein Passwort sicher abspeichern wollen, nehmen Sie Ihr Passwort Hagenberg, stopfen Sie es in die Funktion Passwort Hash, ja, geben Sie es als ersten Parameter mit. Und da wird Ihnen ein wunderbar sicherer Hash generiert, den Sie problemlos abspeichern können. Der zweite Parameter ist der Algorithmus, der verwendet wird. Wenn man da Password Default angibt, dann wird der aktuell sicherste Algorithmus zum Passwort Encrypten oder Hashen verwendet. Das ist momentan der B-Crypt-Algorithmus. Der ist wesentlich sicherer als dieses SH1 und so weiter. Das heißt, es ist dann noch mal geschickter. Und wie gesagt, ich bin total rückwärtskompatibel, weil wenn sich das in einer späteren PHP-Version mal ändert und der Password-Default liegt immer der aktuell bekannteste und sicherste Algorithmus drinnen, mit dem wird es halt dann sozusagen verschlüsselt. Ich kann aber auch explizit mit einer anderen Konstante da was angeben. So, das heißt, diesen Hashwert, den kann ich jetzt mit einem Aufruf, kann ich so einen sicheren Hashwert generieren. Der hat im Prinzip auch dieses Salt-Verfahren und alles drinnen. Ja? Da kommt zum Beispiel das raus. Also Sie sehen, das ist schon ziemlich lang. Das ist also eigentlich so in dem Fall momentan noch nicht knackbar. Und wenn Sie dann später
beim Login-Mechanismus jetzt überprüfen wollen, hat der User, die Userin das richtige Passwort eingegeben, ja, dann müssen Sie nur die Funktion Password Verify verwenden. Das ist die zweite, die da gegeben wird. Als ersten Parameter geben Sie das Passwort ein, das gerade beim Login angegeben wurde. Als zweites Passwort geben Sie den gespeicherten Hash an. Das ist dieser lange, der vorher mit dem Passwort Hash irgendwann einmal generiert worden ist. Und diese Funktion gibt Ihnen einfach mit True oder False zurück, ob es übereinstimmt oder nicht. Die macht im Prinzip genau das, was ich Ihnen auch gerade gesagt habe. Das heißt, die geht her und stellt diesen Verschlüsselungsvorgang genau noch einmal so nach. Und wenn derselbe Hash rauskommt, dann war es richtig. Also genau im Prinzip dasselbe, nur als Einzeiler. Ja, Sie müssen sich um das nicht mehr kümmern. Das heißt, Passwort Hash und Passwort Verify ist jetzt das Ding, um im PHP sichere Passwörter abzuspeichern und im Gegenzug wieder verifizieren zu können, ob hinter dem Passwort der richtige String drinnen steht oder nicht. Ja, und das werden wir auch oder werden Sie auch für Ihren Login-Mechanismus verwenden. Damit sind Sie momentan sozusagen am State of the Art. Das heißt, da kann man ganz beruhigt Passwörter verschlüsselt abspeichern und Sie sehen, es ist so gut wie null Aufwand. Ja? Klartext speichern ist eine Zeile weniger. Okay, ja. Gehen wir aber zurück zu unserem Algorithmus. Das wollte ich Ihnen einfach nur zeigen. Bitte behalten Sie es ein bisschen in Erinnerung, dass einfach Passwort abspeichern ist eine sichere, also ist, muss sicher sein und ist ein wichtiges Thema. Gerade heutzutage kann man da gar nicht genug aufpassen. Wie gesagt, Gott sei Dank, wir haben im PHP jetzt ein easy Tool, damit man sich nicht recht den Kopf zerbrechen muss. Aber Sie sehen schon, ein bisschen was steckt schon dahinter. Gut. Wir waren bei unserem Ablauf, also wir haben Login, Index und Logout und durch diese Vor- und Zurückleitung stellen wir sicher, dass sozusagen keine Seiten betreten werden, wo man nicht hin darf. Schauen wir uns doch an, wie das jetzt funktioniert. Damit wir damit arbeiten können, müssen wir uns zunächst ein paar Dinge definieren. Ich habe dazu in dem Login-Mechanismus eine Datei namens defines.inc.php mal vorgeschlagen, angelegt, wo ich ein paar Konstanten definiere, die wir später für den Login-Mechanismus brauchen. Ja, das ist ganz geschickt, wenn man das in ein eigenes File auslagern kann. Sie wissen eh, mit include und require kann man das ja alles gemütlich dann einbinden und so ist sozusagen alles an einem Platz. Wir brauchen im Prinzip zwei Dinge mal für die Session, weil der Login-Mechanismus wird sehr stark die Session verwenden. Das heißt, wir müssen uns in der Session zwei Dinge speichern. Einerseits speichern wir uns unter der Konstante Login irgendwie einen Wert, wo es also darum geht, den Status zu speichern. Das heißt, ist man eingeloggt oder nicht? Das werden wir unter dieser Konstante Login uns merken. Und unter der Konstante Username werden wir uns in der Session natürlich auch den Benutzernamen abspeichern, weil wenn ich schon eingeloggt bin, dann war es natürlich gut, dass ich mal merke, welcher User ist jetzt gerade eingeloggt. Das heißt, es macht auch durchaus Sinn, sich diese Information abzuspeichern. Ja. Und vielleicht hätte man auch gerne noch andere Informationen, vielleicht muss man auch noch irgendwie sonst was angeben beim Login-Prozess oder was, dann könnte man es auch mitspeichern, aber das ist sozusagen mal das minimal Notwendige. Gut, und dann, weil wir es jetzt öfter brauchen, habe ich für diese Header-Funktion mit diesem Header-Location, habe ich mir die zwei Login-Ziele, die Forward-Ziele auch quasi gespeichert. Und zwar einmal ein Forward auf die Login-Seite und einmal ein Forward auf die Index-Seite. Das heißt einfach dieses Location-Login, Location-Index, das habe ich mir abgespeichert. Das mache ich deswegen, weil es steht in einer Konstante, sollte ich mich einmal entschließen, dass die Login-Seite nicht mehr Login-PHP heißt, sondern irgendwie anders, dann kann ich es zentral in der Konstante ändern, an einer Datei, und ich muss nicht irgendwo nachher im Code an mehreren Stellen nachziehen. Das ist einfach nur deswegen in der Konstante ausgelagert. Ja. Genauso deswegen haben wir auch die ganzen Konstanten für die Formularfelder immer, die ganz gerne immer für Verwirrung erzeugen, ich weiß es. Aber man braucht da die Benamsung der Formularfelder, die passiert auch gleich mal an 3-4 Stellen. Wenn ich mich entscheide, das einmal zu ändern, dann müsste ich es an 3-4 Stellen ändern und so muss ich nur einmal die Konstante umbauen. Und das ist eben genau die Idee da. Okay, das heißt, das ist einmal das Erste. Ich brauche einfach einmal ein paar so Konstanten, die sind aber selber jetzt noch nicht wahnsinnig spannend. Das Ganze, dieser Login-Mechanismus und alles, baut wieder auf dem Normformular auf. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ein bekannter Prozess. Das heißt, wir müssen in der Datei Login.php, in der wir einen Login überprüfen, müssen wir natürlich
die Login-Daten checken. Das heißt, die Person, die sich einloggen möchte, geht auf Login.php, dort findet sie ein Formular mit Username und Passwort und diese zwei Dinge gibt sie jetzt ein. So, und dann wird das Formular abgeschickt. Zuerst kommt die klassische Normformularüberprüfung mit isValidForm mal daher, um einfach zu schauen, ob das Ganze richtig eingegeben wurde. Und da habe ich halt zuerst einmal wieder zwei so Sachen, wie ob der Benutzername oder Passwort leer ist. Wenn ja, dann schreibe ich halt eine Fehlermeldung und beschwere mich, hey, wenn du dich schon einloggen willst, dann darfst du bitte Benutzername und Passwort nicht leer lassen. Also das sind wieder so die zwei klassischen Sachen, wie Sie sie eh schon kennen. Aber wichtig ist eigentlich diese dritte Zeile oder diese dritte If-Bedingung, muss man eigentlich sagen. Ja, die ist nämlich jetzt die, die überprüft, ob Benutzername und Passwort korrekt sind, weil das ist ja eigentlich das dritte Kriterium. Ja, wir wollen ja nicht nur schauen, ob Benutzername und Passwort nicht leer sind, sondern eigentlich müssen wir schauen, ob sie stimmen. Und wie wird das überprüft? Zuerst wird geschaut, wenn der Benutzername nicht leer ist und wenn das Passwort nicht leer ist. Ja, weil das haben wir vorher gecheckt. Das heißt, wenn in beide was drinnen steht, ist es okay. Hätte man auch natürlich mit if-else auch checken können. Also es ist im Prinzip vielleicht eleganter sogar. Und dann wird eine Funktion Authenticate aufgerufen. Die werden wir uns gleich anschauen. Die Funktion Authenticate, die macht genau diese Überprüfung, ob Benutzername, Passwort korrekt ist. Das heißt, die kriegen aus dem Post-Array den Usernamen mit, die kriegen aus dem Post-Array das Passwort mit und diese Funktion Authenticate gibt True oder False zurück, ob die Anmeldung erfolgreich war oder nicht. So, egal was passiert ist, egal ob der Benutzername falsch war oder ob das Passwort falsch war oder ob beides falsch war, ja, im Fehlerfall kommt nur retour Benutzername oder Passwort ungültig. Ja. Wir können das natürlich aufdröseln und sagen, Benutzername falsch, Passwort falsch, ja, oder beides falsch, aber eigentlich will man das nicht. Ja. Das Problem ist, wenn Sie da sehr genau angeben, was das Problem war, ist es zwar benutzerfreundlich, das ist richtig. Das Problem ist aber auch natürlich, für einen Angreifer gibt man sehr viel Informationen preis. Sie sagen sofort, Benutzername und Passwort ist falsch. Okay, dann weiß der Angreifer, naja, es gibt beides nicht. Es gibt weder ein Usernet und das Passwort auch nicht. Dann probiert er so lange um, bis nur mehr plötzlich die Meldung kommt, Passwort ist falsch. Dann weiß er auf einmal, ha, den Benutzer gibt's. Es gibt offensichtlich den Benutzer, was weiß ich was, User 25 im System. Damit habe ich schon was verraten und der Angreifer weiß, den User gibt, jetzt muss er sich nur mehr aufs Passwort konzentrieren. Ja. Und deswegen ist man da eigentlich eher unspezifisch und gibt nur retour, Benutzername oder Passwort ist falsch. Für den User ist es ein bisschen deppert, ja, weil er es natürlich nicht genau sagen kann, gerade wenn er es vergessen hat, weiß er jetzt nicht, stimmt der User nicht das Passwort. Aber in dem Fall muss man da eher auf die Sicherheit schauen. Okay, das ist nämlich das, was man da zurückgibt. Wie schaut jetzt diese Funktion Authenticate aus? Ja, das wäre dann diese. Die Funktion Authenticate, die liegt da in der Login-PHP, die wird eben aufgerufen, um diese Credentials zu überprüfen. Und die ist eigentlich gar nicht recht kompliziert. Die holt sich zuerst aus unserer Datenbank, aus unserer Datei über diese File-Access, das kennen Sie aus der Übung, holt sie sich mit einer Methode alle User. Das heißt, da kommt in einem Array kommt der Name aller User zurück, weil die Funktion muss einmal wissen, welche User sind im System überhaupt gespeichert. So, und dann rennt er mit einer For-Each-Schleife über alle User drüber, ja, und macht sozusagen immer Vergleiche. Wenn der User, der gerade beim Login angegeben wurde, mit einem der User, die in unserem System gespeichert sind, übereinstimmen, das ist das erste Kriterium, und das Passwort, und da kommt jetzt dieses Password-Verify, das hinterlegt ist, dieser lange Hash-String auch korrekt ist, dann haben wir ein korrektes Login-Kriterium. Das heißt, ich muss wirklich für jeden gespeicherten User, muss ich mal merken, oder muss ich halt schauen, gibt es einen User? Wenn ja, ist das Passwort, das dabei hinterlegt, ist das Richtige? Und wenn das gegeben ist, dann geben wir True zurück. Das heißt, das Authenticate gibt True zurück, es ist authentifiziert. Wenn nicht, wird False zurückgegeben. Ja. Man könnte da, ja gut, da gibt es eh mit Return True, geht er sofort zurück, sobald er den richtigen gefunden hat. Im schlimmsten Fall muss er halt alle User durchrennen. Es ist nicht wahnsinnig performant, aber solange wir keine Datenbank haben, ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Aber man könnte gezielt im Array zum Beispiel den einen User suchen und einmal zuerst schauen, gibt es den und dann überprüft man es. So wird halt über alle drüber gerannt. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt die schönste Lösung, aber sie funktioniert wunderbar. Okay, das heißt, ich muss einfach dann alle User abfragen, schauen, ob das Passwort stimmt und dann kann ich sagen, ja, passt oder passt nicht. So, und jetzt, die isValidForm hat man also überprüft, ob der Login gepasst hat. Ja, das heißt,
es war weder Benutzername leer noch Passwort leer und das, was eingegeben wurde, hat gestimmt, dann wird die isValidForm true zurückgeben. Das heißt, sie wird das Absenden des Formulars nicht aufhalten, sondern die Processform, das heißt, das, was beim Formular, wenn das Formular richtig ausgefüllt wurde, aufgerufen wird, die wird daherkommen. Und in der Processform haben wir jetzt einen erfolgreichen Login quasi hinter uns. In der Processform müssen wir uns jetzt noch merken, dass der Login passt. Und zwar schreiben wir in die Session an der Stelle Login, das war diese Konstante, die ich vorher gespeichert habe, speichern wir uns jetzt was. Und zwar speichern wir uns in der Session wieder so ein Hashwert. Da ist, der muss nicht wahnsinnig sicher sein, da ist nur der Hashwert, damit das Ganze ein bisschen kompakter ist. Wir speichern uns einen Hash und zwar aus IP-Adresse der jeweiligen Person, die das gerade aufruft und der User Agent, das heißt, das ist der Browser, den die Person verwendet. Da kommt halt irgend sowas zu wie 192.57.19.12 und Mozilla, Firefox, irgendwas oder Google Chrome etc. etc. Das wird einfach zusammengehängt und in ein Hashwert abgespeichert. Damit merken wir uns zwei Kriterien. Okay, das ist der User, der kommt von der IP und hat den Browser. Ich kann da noch viel, viel mehr Kriterien nehmen, um die Person vielleicht noch genauer zu identifizieren. Weil da geht es im Prinzip, dass man nachher wieder nachweisen können, ist es die gleiche Person. Aber sagen wir mal, IP-Adresse im Browser ist schon mal okay. Wobei natürlich, wenn ich von derselben IP-Adresse komme, denselben Browser habe, könnte man das schon tricken. Das heißt, da wäre sicherlich ein bisschen mehr möglich, dass man einfach nur mehr Daten, die einem der Webserver so über den User verrät, in diesen Hashwert einspeichert. Ja, und an zweiter Stelle speichern wir uns auch den Usernamen in der Session. Wir wollen ja wissen, wer ist gerade eingeloggt. Das heißt, das $post an der Stelle self-username, das speichern wir uns ein in der Session. Dann wissen wir, der User mit dem Benutzernamen, was weiß ich was, User 1 oder so, ist gerade eingeloggt. Und dann machen wir einfach mit dieser Header-Funktion einen Forward auf die Index-Seite. Das heißt, wir verlassen die Login-PHP, schicken den User weiter auf die Index-Seite. Und damit ist sozusagen der Login abgeschlossen. Was jetzt aber noch fehlt, jetzt haben wir einen erfolgreichen Login. Das heißt, ich gehe auf Login.php, logge mich ein, werde weitergeleitet auf die Index. Was aber jetzt noch fehlt, ist die Absicherung der Indexseite. Weil es kann uns ja immer noch passieren, dass jemand die Index direkt aufruft und wir müssen zuerst checken, ist die Person überhaupt eingeloggt und nur dann darf sie die Indexseite sehen. War jetzt noch überhaupt kein Thema. Jetzt ist es nur um den Login gegangen. Das heißt, wie machen wir diese Absicherung? Diese Absicherung, die packen wir auch in eine externe Datei. Die habe ich Session.inc.php genannt, weil sie eben sehr stark mit der Login-Session arbeitet. Und diese Session.inc.php, die gehört einfach ganz zu Beginn bei der Index.php oder halt bei allen Seiten, die ich dann durch einen Login-Mechanismus absichern möchte, muss ich nur diese eine Seite einbinden. Deswegen lagere ich es aus, weil wenn ich 10 Seiten absichern muss, muss ich auf die 10 Seiten einfach nur diese Session.inc.php einbinden und sie haben alle sozusagen denselben Schutz irgendwie. So, was brauche ich? Ich muss natürlich die Session fortführen. Die Session, die ich übrigens beim Login schon begonnen habe, weil ich habe beim Login schon was in die Session hineingeschrieben, das habe ich noch nicht gesagt. Ich führe sie dort fort und ich hole mir mal diese Defines, damit ich die Konstanten zur Verfügung habe. Und jetzt habe ich da einfach zwei If-Bedingungen drinnen. Und das sind diese zwei Bedingungen, die ich Ihnen vorher gesagt habe. Wenn ich auf der Index-Seite bin, und ich darf da nicht sein, weil ich nicht eingeloggt bin, dann muss ich auf die Login geschmissen werden. Und umgekehrt, wenn ich auf der Login bin und ich bin aber schon eingeloggt, dann muss ich auf die Index geschickt werden. Das heißt, das ist dieses in beide Richtungen schicken. Und diese beiden If-Bedingungen tun genau das. Die erste schaut sich an, wie heißt die aktuelle Seite. Er sucht sich als $Server Script Name, schaut er, ob irgendwo da drinnen Index.php vorkommt. Ja, das heißt, bin ich auf der Index-Seite, ja, ist in der aktuellen URL das Wort Index.php? Wenn ja, dann weiß ich, ich bin auf der Index-Seite. Und unten schaut er, ob er auf der Login-Seite ist. Also so kann man checken, auf welcher Seite man sich befindet. Und natürlich, wenn ich die Session.inc.php auf mehrere Seiten einbinden will, dann muss ich die If-Bedingungen etwas generischer gestalten. Momentan geht das natürlich nur für Index und für Login, aber das ist die Geschichte. So. Wie sichere ich jetzt die Index.php ab? Das heißt, wie schicke ich jemanden, der nicht dort auf die Index hin darf, weil er noch nicht eingeloggt ist, wie schicke ich ihn auf die Login weiter? Ich muss jetzt zuerst checken, wenn es in der Session
unter der Konstante Login, wenn da nichts gespeichert ist, das war, ich gehe noch eine Seite zurück, wir haben gerade in Dollar Session an der Stelle Login, haben wir uns gerade diesen Hashwert gespeichert. Das ist unser Kriterium, dass wir erfolgreich eingeloggt sind. Das heißt, wenn wir da unter Session an der Stelle Login nichts finden, wenn es da keinen Wert gibt, oder, das ist erstes Kriterium, oder wenn es an der Session an der Stelle Login zwar etwas gibt, aber wenn das nicht der IP-Adresse und dem User-Agent-String, der zusammengehängt wird und der Hashwert davon gebaut wird, wenn das dem nicht entspricht, also wenn da was anders drin steht, weil jemand versucht, vor einer anderen IP hinzugelangen, ja, oder einen anderen Browser hat, ja, weil sozusagen, wenn der Inhalt abweicht, wenn eines dieser beiden Dinge eintritt, dann sind wir nicht ordentlich eingeloggt und werden sofort auf die Login-Seite weiter befördert. Das heißt, wir sehen die Index-Seite nicht. Und die zweite If-Bedingung ist das umgekehrte Kriterium. Also wenn wir auf der Login-Seite sind, ja, und dann schauen wir, wenn in der Session etwas steht und wenn das, was in der Session steht, eben meiner aktuellen IP und meinem Browser entspricht, also da ist sozusagen das positive Kriterium, wenn beides vorhanden ist, das heißt, ich bin korrekt eingeloggt, dann habe ich auf der Login-Seite nichts verloren, weil ich bin eh schon eingeloggt und werde sofort auf die Index-Seite weitergeleitet. Also es ist eigentlich genau der umgekehrte Fall, aber das sichert mir beide Files in dem Fall ab. Und das heißt, das muss ich nur einbinden und das ist mein Absicherungskriterium, um Leute, die nicht eingeloggt sind, von der Index-Seite fernzuhalten oder umgekehrt Leute, die schon eingeloggt sind, von der Login-Seite fernzuhalten. Ja, und das ist eigentlich dann alles, was wir brauchen für Login und für die Absicherung der Seite. Und jetzt fehlt eigentlich noch der Logout. Ja, wie komme ich jetzt wieder raus? Da mache ich mir einfach eine Seite Logout PHP und den Code kennen Sie eigentlich schon. Ja, das ist nichts anderes, wie die Session zu zerstören. Wir haben uns ja die wichtige Information, ob wir eingeloggt sind oder nicht, haben wir uns in der Session gespeichert. Das heißt, wenn wir unsere Session zerstören, wiederum diese vier Schritte, Session starten bzw. fortführen halt, ja, Session Array löschen, Session Cookie löschen, Session logisch löschen, ja, wenn wir diese vier Schritte durchführen, dann haben wir alle Informationen, dass irgendwer irgendwo eingeloggt war, erfolgreich vernichtet und sind somit ausgeloggt. Und am Ende der Logout schicken wir die Person mit einem Vorwort sofort wieder auf die Login-Seite. Ja, dann bleibt da, wir können auch auf der Logout bleiben und eine Meldung zeigen, sie wurden erfolgreich ausgeloggt, aber man kann auch gleich wieder zur Login-Seite hinschicken. Ja. Das heißt, zuerst passiert das Session zerstören und dann ist man wieder bei der Login-Seite mit dieser Vorwartgeschichte. So ist es. Ja. Und das war eigentlich die gesamte Geschichte. Ich zeige Ihnen das jetzt gleich noch her. Vorher möchte ich Ihnen aber noch eine kleine Ergänzung zeigen. Das gehört nämlich auch noch ein bisschen dazu, finde ich. Jetzt haben wir über sichere Passwörter gesprochen, also dass wir die sicher abspeichern sollen. Dennoch, das HTTP, also dieses Protokoll, mit dem alles übertragen wird, das hat Ihnen der Martin Harrer letztes Semester schon gesagt und ich habe es Ihnen auch schon ein paar Mal gesagt, ist ja ein Klartextprotokoll. Das heißt, es ist zwar super, wenn wir unsere Passwörter sicher in der Datenbank oder in einem File abspeichern, aber theoretisch kann es uns schon passieren, dass bei der Registrierung, also sozusagen auf dem Weg, wo der Benutzer oder die Benutzerin das beim Registrierungsformular eintippt und abschickt, wo dann erst die Benutzerdaten gespeichert werden, ja, dass auf diesem Weg zum Server das jemand schon abfängt und das schon ausliest, bevor es überhaupt am Server gespeichert ist, weil das wird natürlich im Klartext übertragen. Ja. Die Tipps im Client, im Browser ein, gespeichert und gehasht und alles wird erst am Server. Das heißt, ich habe immer noch diesen Weg von Client zu Server, wo mein Passwort und mein Username im Klartext von A nach B geschickt werden. Ja. Und das ist natürlich blöd. Ja. Das heißt, wann immer ich mit solchen sensitiven Daten arbeite, muss ich einfach schauen, dass ich eine Verschlüsselung auch habe. Und Gott sei Dank ist das relativ easy. Ich denke, das Schlüsselwort SSL, Secure Socket Layer, wird Ihnen was sagen. Ja, es ist eine ganz einfache End-to-End-Verschlüsselung, die Gott sei Dank für uns als Entwicklerinnen oder Entwickler gar nicht schwierig zu implementieren ist, denn sie lässt sich ganz einfach serverseitig wieder aktivieren. Wiederum ist ein Modul verantwortlich am Apache-Server, es ist das Mod SSL. Wenn das aktiviert ist, dann kann Ihr Webserver automatisch mit sicheren Verbindungen umgehen. Das heißt, er verwendet nicht mehr HTTP, sondern HTTPS, also dieses sichere, secure HTTP. Und damit ist automatisch die Übertragung nicht mehr Klartext, sondern eben mittels SSL
verschlüsselt. Alles, was wir eigentlich noch tun müssen als Entwickler oder Entwicklerin, ist dafür zu sorgen, dass unsere User, die die Seite aufrufen, sie jetzt nicht mit HTTP irgendwas aufrufen, sondern mit HTTPS aufrufen. Sache ist halt nur, das tut keiner. Normalerweise tippt man nicht ein HTTPS www irgendwas, sondern ich schreibe einfach nur www irgendwas. Ja. Das heißt, es liegt schon an uns, dass wir sozusagen das automatisch einfach umlenken. Wenn jemand nicht explizit HTTPS eingibt, das heißt, die Seite nur mit HTTP öffnet, dann schickt man einfach automatisch auf HTTPS weiter. Damit haben wir überhaupt keine Probleme. Und das geht auch relativ easy. Das ist diese eine If-Bedingung, die Sie da auf dieser Folie sehen. Mittlerweile ist mein Presenter, glaube ich, fast ganz leer. Aber ich glaube, man muss eh nicht viel zeigen. Sie können ganz easy, und das kann man zum Beispiel in dieser Session in PHP machen, die ich gerade für die Absicherung verwendet habe, können wir auch noch diese If-Bedingung einfügen. In $_server an der Stelle HTTPS steht drinnen, ob die aktuelle Seite mit HTTPS besucht wurde oder nicht. Das heißt, der Webserver gibt uns diese Information, die können wir auslesen. Leider wird sie von verschiedenen Browsern etwas unterschiedlich gehandhabt. Manche Browser setzen einfach den Eintrag. Das heißt, da gibt es dann einen Eintrag $_server an der Stelle HTTPS, wenn HTTPS verwendet worden ist. Und wenn nicht, dann gibt es den Eintrag nicht. Und andere Browser schreiben entweder on oder off rein. Das heißt, da gibt es das immer, aber entweder steht on drinnen oder off steht drin. Das heißt, man muss zwei Kriterien checken. Entweder, wenn das $Server an der Stelle HTTPS gar nicht gesetzt ist, also wenn isSet false ist, oder wenn es gesetzt ist, aber der Wert off drinnen steht, das heißt, wenn das String-Compare mit dem $Server an der Stelle HTTPS und off den Wert 0 ergibt, dann weiß ich, ich bin sicher nicht auf HTTPS. Das heißt, ich habe eine ungesicherte Verbindung. Und was mache ich dann? Ich verwende wieder unsere Header-Funktion mit dem Location, das heißt, ich mache wieder so einen Forward und ich setze ihn einfach auf https://. Und bauen wir jetzt die URL, die er gerade aufgerufen hat, wieder zusammen. In $Server an der Stelle HTTP-Host steht alles da vorne drinnen, zum Beispiel www.fhoert, und in $Server an der Stelle Scriptname steht der Rest drinnen, zum Beispiel /campus-hagenberg/index.php. Also sozusagen, die muss die URL aus zwei Teilen zusammenbauen, der Host und der eigentliche Skriptteil, die stöpsele wieder zusammen und leite ihn einfach auf die HTTP-Seite weiter. Und damit gibt es kein Entkommen mehr. Ja? Wenn ich diese If-Abfrage am Beginn einer jeden Seite meiner Webseite einbaue, und das passiert dadurch, dass ich es in der Session in PHP drinnen habe, sind wir auf HTTPS, ob wir wollen oder nicht. Ja? Aber wenn ich HTTP eingebe, es wird sofort immer wieder weitergeleitet. Und damit können wir automatisch sicherstellen, dass unsere Webseite verschlüsselt übertragen wird und auch Passwörter und ähnliche sensitive Informationen verschlüsselt übertragen wird und durch sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken, also wo jemand das auf dem Weg von Client zu Server abfangen versucht, keine Chance haben wird. Also das ist auch eine relativ einfache Sache. So, und jetzt habe ich Ihnen das ganze Ding gezeigt. Jetzt ist es noch Zeit, Ihnen das zu demonstrieren, damit Sie sehen, wie das ausschaut. So, das war die Basic Authentication. Jetzt kommt das, was da unter Login zur Verfügung ist. Sie sehen da, das ist ein ganz normales Normform. Wir haben unsere Index.php, das ist die Seite, die es zu sichern gilt. Die wollen wir nur dann sehen dürfen, wenn das Passwort erfolgreich eingegeben worden ist. Ja. Wir haben unsere Login.php, das ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, die das Login übernimmt. Und der Users.txt sind die Usernamen und Passwörter gespeichert. Das ist sozusagen unser Datenbankersatz, mehr oder weniger. Ja. Diese Passwörter habe ich mit diesem Password Hash erstellt. Ja. Das heißt, ich habe das User 1 und da habe ich genau diesen Passwort-Hash abgespeichert. Das ist nichts anderes. Ja. Diese Datei, es gibt also zwei Benutzer, einen User 1 und einen User 2 mit jeweils ihrem Passwort. Das ist übrigens jeweils das Passwort geheim. Also das Passwort ist geheim. Und dieses Passwort ist zweimal das gleiche. Also ich habe User 1 hat Passwort geheim und User 2 hat Passwort geheim. Und Sie sehen, es ist da kompletter unterschiedlicher Hash. Man könnte nicht rückschließen, dass beide dasselbe Passwort verwenden. So, schauen wir uns einmal an, was da passiert. Ich brauche einen Browser. Ich mache jetzt Login auf. Das heißt, wenn ich auf Login klicke, würde eigentlich die Index.php aufgerufen werden. Aber, und ich hoffe, ich bin nicht eingeloggt, genau, Sie sehen, oben in der URL-Zeile steht jetzt auf einmal Login.php. Ich habe eigentlich nur das Verzeichnis aufgerufen. Durch diese Indexes-Direktive würde er Index.php aufrufen. Aber da kam jetzt diese Session Inc.php dazwischen.
die hat nachgeschaut, aha, wenn wir auf der Index sind, ist in der Session dieser Login-String gespeichert? Nein, ist er nicht. Also sofort weiter auf die Login-Seite. Was Sie auch sehen, ist diese lustige Warnung meines Browsers, your connection is not private. Ja, was heißt das? Wir haben da oben HTTPS drinnen stehen, aber trotzdem beschwert sich der Browser. Warum beschwert er sich? Sobald Sie mit SSL verschlüsseln, brauchen Sie ein gültiges Zertifikat. Ja, wenn etwas verschlüsselt ist, müssen Sie über ein Zertifikat nachweisen, dass sozusagen Sie der Betreiber dieser Seite sind und dass unter dieser URL quasi eine richtige, ordentliche, von jemand vertrauenswürdigen, verschlüsselte Verbindung besteht. So ein Zertifikat kauft man. Es gibt mittlerweile auch schon ein paar kostenlose Anbieter, aber im Prinzip muss man es kaufen. Ja. Nur für den lokalen Gesamt natürlich gibt es kein Zertifikat. Sie können natürlich eins kaufen, das ist wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll. Ja. Sondern dieser Gesamtwebserver hat sich ein, oder da kann man sich ein Zertifikat auch selber ausstellen. Es gibt da ein Command-Line-Tool, da kann ich mir so ein Zertifikat bauen, nur der Browser mockiert halt mit der Fehlermeldung Cert Authority Invalid, sagt er halt, hey, das ist von keiner autorisierten Zertifizierungsstelle ausgestellt und er warnt mich halt. Ja. Bei einer lokalen Connection wird es immer so sein, weil sich kaum jemand da ein Zertifikat kaufen wird, nur um lokal zu testen. Sollten Sie so eine Warnung auf einer öffentlichen Seite sehen, ist vielleicht schon ein bisschen mehr Vorsicht geboten, weil dann ist entweder das Zertifikat ungültig, das heißt, es kann sein, dass es ausgrenzt ist, weil die gelten nur eine gewisse Zeit, oder es ist einfach schlichtweg nicht das Richtige und jemand versucht mit einem falschen Zertifikat ja irgendwie was Böses anzustellen. Das heißt, da sollte man schon immer ein bisschen ein Auge drauf halten. Bei der lokalen Connection ist es völlig normal. Bitte wundern Sie sich nicht. Einfach auf Advanced im Chrome gehen und sagen, proceed to localhost unsafe. Ist überhaupt kein Thema. Ja. Aber Sie sehen genau, es steht oben jetzt HTTPS. Ja, und ich kann jetzt hergehen und kann das auf HTTP ändern und Enter drücken und ich werde wieder auf HTTPS landen. Ja. Ich komme nicht mehr weg. Es ist immer verschlüsselt. Das ist eben genau diese Abfrage, die ich auch in der Session Inc. PHP drinstehen habe. Die habe ich da ganz oben. Wenn HTTP nicht gesetzt ist, dann leite auf HTTPS weiter. Wenn HTTPS nicht gesetzt ist, Entschuldigung, oder auf Off steht, dann leite auf das weiter. Das heißt, ich bin immer auf der gesicherten Seite. Ich kann machen, was ich will sozusagen. Okay, jetzt bin ich auf der Login-Seite. Jetzt muss ich meine Passwörter eingeben. Klassisches Normformular. Ich gebe nichts ein, Fehlermeldung, weil leer. Ja. Ich gebe einen Username ein. Sie haben gesehen, es gibt einen User 1. Ja. Und ich gebe das Passwort ASDF ein. Login, Benutzername oder Passwort ungültig. Ja. Selbiges, wenn ich einen, Sie haben es ja schon gesehen, einen User 3 wähle, den es nicht gibt. Benutzername oder Passwort ungültig. Also ich kriege keine Fehlermeldung, ist es jetzt Username oder Passwort gewesen, das muss ich schon selber wissen. Ja. So, jetzt gehe ich her und wähle mir den User 1 und gebe als Passwort geheim ein, geheim, und sage Login. Jetzt bin ich auf der Index.php. Jetzt ist nämlich genau das passiert. Das Login ist in der Login.php ist in der Funktion Authenticate. Moment mal, wo ist sie? Da ist die IsValidForm, die ruft diese Authenticate auf, die Authenticate ist da, die überprüft Username, Passwort, hat eine gültige Kombination gefunden, daher ist die IsValidForm hat True zurückgegeben, es ist ein gültiges Formular und in der ProcessForm ist zunächst dieser Login-String gesetzt worden und dann sind wir weitergeleitet worden auf die Indexseite. So, auf der Indexseite ist ganz oben diese Session Inc. PHP eingebunden und die hat jetzt ganz zu Beginn diese Überprüfung gemacht. Wir sind auf der Index, ist dieser Session String drinnen, stimmt er überein mit dem, der vorher gespeichert wurde, beides war true. Damit ist diese If-Bedingung nicht gegriffen, wir sind nicht wieder zurück auf die Login-Seite geschmissen worden, sondern wir dürfen die Index-Seite betreten. Ja, und das ist sozusagen genau das Ding, worum es jetzt geht. Jetzt kann ich immer, wann ich möchte, die Index einfach wieder so aufrufen, ich bin jetzt eingeloggt. Ja, überhaupt kein Thema. Jetzt komme ich immer sofort hin, weil in der Session ist dieser String gespeichert. Somit habe ich immer Access. Was ich jetzt nicht mehr kann, ist auf die Login-Seite zu gehen. Ja, ich kann jetzt login.php eintippen und Sie werden sehen, ich lande sofort wieder bei der Index, weil jetzt ist die gegenseitige Prüfung. Wenn ich schon eingeloggt bin, hast du auf der Login nichts verloren, lieber User, also sofort zur Index-Seite zurück. Wenn ich wieder zur Login-Seite möchte, dann muss ich mich ausloggen. Ja, das heißt, ich muss Logout drücken, dann wird die Session zerstört und danach wird sofort auf die Login-Seite wieder weitergeleitet und jetzt könnte ich mich wieder einloggen. Jetzt ist wieder der umgekehrte Fall. Ich bin nicht eingeloggt, will jetzt auf die Index.php, geht nicht.
Ich bleibe sofort wieder bei der Login hängen und erst wenn ich mich richtig eingeloggt habe, dann funktioniert das wieder. Ja, und das ist die ganze Magic sozusagen hinter diesem Login-Mechanismus. Ja. Was da jetzt nicht implementiert ist, ist eine Registrierungsseite. Das heißt, ich habe die Passwörter momentan einfach mit diesem, da habe ich mal ein eigenes kleines Skript geschrieben, das ist in den Unterlagen zur heutigen Vorlesung eh drinnen, das nennt sich generatePassword.php. Das macht mit Password Hash ein Passwort. Ja. Also da bin ich einfach hergegangen, ich könnte mir jetzt einen User 3 machen. Also Blödsinn, ich sollte ein Passwort eingeben, ich schreibe wieder geheim, ja, sage Hash erzeugen und könnte mir einen User 3 zum Beispiel erstellen und diesen Hash dazu abspeichern, dann würde das wäre ein gültiges gehashtes Passwort. Ja. Das macht nichts anderes, als die Passwort-Hash-Funktion aufzurufen und fertig. Und wenn ich eine Registrierseite mache, dann baue ich mir halt wieder eine eigene Seite mit dem Normformular, nur diesmal eben habe ich halt die Felder bitte Username eingeben, Passwort zweimal eingeben und okay, in der Is-Valid-Form werde ich vermutlich überprüfen, ob das Passwort irgendwelchen Richtlinien entspricht, also dass es nicht zu kurz ist oder irgend sowas. Ja. Und wenn alles passt, dann werde ich in der Process-Form die Passwort-Hash aufrufen, das Passwort hashen und per Datei schreiben in meine Users.txt, kommt dann da noch eine Zeile dazu und fertig. Ja. So hätte ich quasi, wenn ich wollte, könnte man diesen Hash da jetzt speichern. Das war sozusagen die manuelle Variante. Ja. Dann mache ich jetzt Copy. Schmeißen wir das da als User 3 dazu. Ja. Okay, da brauche ich meine kaputte Tastatur, ein leichtes Hindernis. Ja, ich muss mir den auskopieren. So. Das ist nämlich mein Trennzeichen. Ja. So, jetzt habe ich mir quasi einen User 3 gemacht. Wenn ich einen Login-Mechanismus habe, dann würde ich das sozusagen automatisiert machen. Das heißt, per Formular frage die Daten ab, generiere das Passwort und schreibe es mit in dieses File hinein. Ja. Das ist eine Frage. Ja, das ist eine Eigenschaft von diesem B-Crypt-Algorithmus, dass der immer sozusagen vorne den gleichen Präfix dranhängt. Ja. Das ist aber in dem Fall, ist das, also das ist, lustigerweise fangen alle B-Crypt-Passwörter so an, aber das gibt noch keine, also man kann wahrscheinlich damit sagen, ja, das ist B-Crypt verschlüsselt, nur der ist momentan noch nicht geknackt. Das heißt, der ist auch Brute Force irgendwie momentan noch nicht irgendwie knackbar. Da kann man es zwar versuchen, einfach mit purer Rechenleistung ja, irgendwie zu knacken, aber wahrscheinlich wird man nicht momentan in irgendeiner, wie soll ich sagen, in einer Zeit, die man noch erlebt, das irgendwie knacken können. Ja. Warum das so ist, da muss ich ehrlich gesagt jetzt passen, das müsste ich selber nachlesen, warum der B-Crypt-Algorithmus immer mit demselben sozusagen Präfix beginnt. Das kann ich jetzt nicht auswendig sagen, das müsste ich checken. Aber nur um kurz zu zeigen, jetzt hätte ich mir den User 3 angelegt, eigentlich sollte ich jetzt mit diesem User 3 auch einloggen können. Probieren wir es einmal. Nehmen wir einen User 3 und das Passwort ist geheim. Mein User 3. Ja, das heißt, so könnte ich neue Passwörter hinzufügen. Jetzt habe ich es manuell gemacht. Sonst mache ich mal ein Login-Formular, wo das sozusagen automatisiert passiert. Okay, das war der Login-Mechanismus. Sie werden den heute eh in der Übung einbauen, sodass Sie Ihre Image-Gallery jetzt einfach quasi Login schützen. Das heißt, nur wenn Sie eingeloggt sind, können Sie entsprechend Ihre Bilder sehen. Sie haben eigentlich im Prinzip den Code eh schon in der Vorlesung. Sie müssen jetzt mehr oder weniger nur anbauen oder umbauen oder anpassen sozusagen, sodass es auf Ihr Übungsbeispiel dann hinhaut. Und wie gesagt, als Zusatzmöglichkeit gibt es eben die Chance, eine Registrierung zu implementieren. Beim nächsten Mal, nächste Woche, schauen wir uns dann die sogenannte GDLib-Grafikbibliothek an. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie man am Webserver mit einer Grafikbibliothek mit den hochgeladenen Bildern Dinge tun können. Da wird es hauptsächlich darum gehen, dass man zum Beispiel Vorschaubilder generieren und so weiter, dass man vielleicht Bilder resized, Text in Bilder schreibt und solche Dinge. Das wird der Inhalt für kommende Woche sein. Und ja, Sie haben heute nochmal Übungen mit Martin Harrer. Nächste Woche bin da nie dran. Wir sehen uns, glaube ich, am Donnerstag auch nochmal in Introduction to Games. Bis dahin, alles Gute. Ja. Image Credits, vielen Dank. So.